Servus Leute, willkommen zurück zu Danganronpa 2. Goodbye this PM mit Osoma. Hey. Gleich loslegen, ohne Umfaxen. Heute wird es beendet. Und am liebsten würde ich sofort weitermachen mit Teil 3. Mir juckt es so in den Fingern seit Monaten. Ah. Misuru Kamakura Projekt. Für eine kleine Weile. Haben sie endlich die experimentelle Phase des Plans erreicht. From there, they set their sights on the reserve course dropouts, to use them as lab rats. Von da an haben sie ihre Ansichten auf die Reservekurs-Durchfall-Leute geworfen, um sie als Laborratten zu benutzen. Ich dachte kurz, was ist das, aber was machen die da draußen schon wieder? Irgendwas kaputt machen. Warum haben sie den Reservekurs als Laborratten verwendet? Ein Plan, um Talent künstlich künstlich zu erzeugen, braucht halt Testsubjekte, die komplett kein Talent haben. Von dieser Gruppe von Reservekursstudenten war derjenige, der ausgewählt war. Hajime, der direkt vor euch steht gerade. Warum mich? Weil du die Hope's Peak Academy mehr angebetet hast als alle anderen. Lieblingswort? Okay, fängt schon mal an. Versteht es immer noch nicht? Du wurdest von der Akademie ausgenutzt. Sie haben sich deine Gefühle der Bewunderung gegenüber der Hoffnung und Talent zunutze gemacht, um dich als Laborratte zu missbrauchen. Mahlzeit. Ich dachte erst, es wäre wieder Skype, aber diesmal glaube ich es nicht. Was? Siehst du, hab's dir nicht gesagt? Der Moment, in dem du dich an die Hoffnung und das Talent hängst, wird Verzweiflung schon einsetzen. Lügen! Das wird definitiv Lügen! Oh, nicht schon wieder. Und nach vielen Überraschungen hat Hajime Hinata sich endlich in Isoho 1.0 transformiert. Ich dachte erst, was ist denn das für ein Wort, aber ja, das ist Surprises. Hast du gesagt, transformiert? Was haben sie mit ihm getan? Wenn ihr nicht bereit seid, ins Extrem zu gehen, ist es unmöglich, eine normale Person in ein perfektes Genie zu verwandeln. Also natürlich sind sie ins Extreme gegangen. Indem sie direkt mit seinem Gehirn halt interagiert haben, hat die Hope's Peak Academy Hajime Hinata in eine komplett andere Person verwandelt, dessen Spezialität Talent selbst ist, bekannt als Isuru Kamakura. Außerdem wurde irgendwann wurde Isuru dann selbst ultimative Verzweiflung, dank mir. Aber alles, was ich getan habe, war lediglich, ja, den Geist von Isuru zu sprechen. Brechen. Das ist nichts verglichen mit dem, was die Hope's Peak Academy mit ihm gemacht hat. Nicht mal ansatzweise. Ernsthaft, es ist gruselig, wie entschlossen die Forscher waren, mit seinem menschlichen Gehirn rumzuspielen. Solche unmenschlichen Akte durchzuführen, die bei denen niemand in der Lage ist, das zu tun, mit so einem ruhigen, klaren Kopf und einer sicheren Hand. Das verehre ich ja so sehr, es lässt mein Kopf taub werden.
Aber im Grunde bist du jetzt momentan nur ein einfacher Avatar. Also selbst wenn du den Kopf anführen würdest, würdest du nicht mehr die Narbe fühlen. Haben sie so etwas getan? Aber wenn man so drüber nachdenkt, wenn Hajime hier rauskommt, dann ist er ein Super-Genie, richtig? Ich sagte, er ist nicht Hajime, er ist eine komplett andere Person, die dessen Spezialität das Talent selbst ist. Different person? How is he different? Ja, verschiedene Personen, also andere Personen, wie sollte er anders sein? Alle seine Sinne, Emotionen, Gedanken und Hobbys, die mit seinem Talent praktisch in Konflikt standen, wurden entfernt. Lieblingswort. Alle seine Erinnerungen der Vergangenheit wurden zwanghaft unterdrückt in die dunkelsten Teile seiner Gedanken. Lieblingswort. Schon viermal oder so. Emotionen, Gedanken, Hobbys? Hat er denn überhaupt keine Erinnerung? Es klingt so, als ob er eine komplett andere Person wäre. Das ist auch der Grund, warum es überraschend ist, dass Hajime überhaupt hier existieren kann, selbst als ein Avatar. Das Neo-Weltprogramm muss diese vergrabenen Erinnerungen herausgekramt haben und seine alte Persönlichkeit wiederhergestellt haben von den Daten der Vergangenheit. Ich kann mir nicht helfen, aber das Neo-Weltprogramm ist wirklich beeindruckend, dass es so etwas Herausstechendes leisten kann. Aber für Hajime wäre es wahrscheinlich besser gewesen, wenn es gelöscht geblieben wäre. Dann, wenn Hajime in seinen Originalzustand zurückkehrt, nachdem das hier runtergefahren wurde, dann wird er verschwinden. Verschwinden? Alles, was übrig bleiben wird, ist Izuru Kamakura, eine komplett andere Persönlichkeit, die von der Hopespeak Academy kreiert wurde. Er wird nicht länger Hajime Hinata sein. Verschwinden? Ich werde verschwinden? Verschwinden? Ich glaube, das ist sein neues Lieblingswort. Verschwinden! 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 Oh Mann, ich muss aufpassen. Ich kann mich selbst zum Weinen bringen, wenn ich das so ausdrücke. Ich werde verschwinden. Ich habe jetzt keine Lust, da tausendmal verschwinden zu sagen. Hallo. Wer bist du? Das bist du. Das ist Hajime. Ist das dieser Izuru Kamakura? Ja. Du siehst jetzt praktisch dieselbe Szene von vorher mit der Gito plus von der anderen Seite. Ich muss sagen, der Typ ist echt hässlich. Der sollte mal wieder zum Friseur gehen. Vor allem der Anzug passt überhaupt nicht zur Frisur. Aber egal was passiert, es wird mich nicht kümmern. Ich werde nicht dazu in der Lage sein, wie Lügen vorausliegen. Moment, was? Particable in what leiser teilnehmen. Achso, ja, leiser Head, ja, was teilnehmen, was vor mir liegt. Ich glaube immer leis, Lügen. Das ist ein bisschen kompliziert. Wirklich? Ich verstehe nicht wirklich, aber ich habe das Gefühl, müssen wir uns jetzt getrennte Wege gehen. Das ist ziemlich schade. Wir kamen doch so gut miteinander aus. Hey, kann ich dich wiedersehen? Nein. Es gibt keinen Grund, dich wiederzutreffen. Nach all dem,
bist du langweilig. Dein Talent, deine Gedanken, deine komplette Existenz langweilen mich. Echt? Du willst sie wirklich nicht wirklich mitspielen, richtig? Sag mir jetzt nicht, Hajime sieht jetzt so aus. Wie der Typ gerade. Nee, er hat noch seine Antenne. Hajime! War das ich? Gut, dass ich neulich beim Friseur war. Nein, das bin nicht ich. Das ist, was du bist. Das ist, wer Izuru Kamakura ist. Du bist derjenige, der mich in diese Welt gebracht hat. Du bist Izuru Kamakura, das Mastermind hinter all dem. Ich musste kurz an Triple H denken. I'm the one who brought you into this world, and I'm the one who kick you out of this world. Hä? Huh? Lieblingswort? Could it be? The one who uploaded you into the Neo World Program. Könnte es sein. Derjenige, der dich in das Neo Weltprogramm hochgeladen hat, war. It's not me! Nee, ich war's nicht und ich hatte gerade eine andere Stimme. Just so you know, as long as your brain has been messed with, you can't undo it, no matter how hard you try. Nur damit du es weißt, solange wieder dein Gehirn durcheinander gebracht ist, kannst du es nicht wieder rückgängig machen, egal wie sehr du es versuchst. Dann ich. Hab keine Möglichkeit gerettet zu werden, sagst du? Aber das weißt du doch bereits, du weißt doch bereits, was du tun musst. Ich weiß. Ich. Einfach zur Sicherheit. Was? Okay. Was? Okay, dann nimm das. Verstehe. Ich muss einfach nur bestehen wählen. Dann. Oder bestanden. Hä? In diesem Fall wird der Hajime-Avatar in einen echten Körper hochgeladen. Also wird Hajime sicher wiedergeboren. Wahrlich ein königlicher, eine königliche Straße aus dieser hoffnungslosen, aus diesem hoffnungslosen Happy Ending. Ich muss jetzt mal gucken. Ist er died? I take over. Also. Ich bin doch schön links unten Lord Junko. Da steht Love Junko, oder? Nein, da steht Lord Junko. What? Mhm. Ja, Tatsache. Hold on. You can't do that. Einen Moment. Das kannst du nicht tun. If you do that, wenn du das tust, dann wird jeder, der gestorben ist, von Junkos alter Ego übernommen. Like, if you guys don't start the shutdown, the Future Foundation will be trapped here. Nun, wenn ihr nicht mit dem herunterfahren, also mit der Abschaltsequenz durchgeht, dann wird die Future Foundation hier gefangen sein. I can't allow the Future Foundation to sacrifice themselves for the ultimate despair. Ich kann nicht erlauben, dass die Future Foundation sich opfert, sich selbst opfert für die ultimative Verzweiflung. Jeez, you should have said so before. Mann, das hättet ihr vorher sagen sollen. Der Typ ist ja doch gar nicht ehrlich. Das ist nicht, was wir gesagt haben. Das ist es nicht. Nee, was wir sagen ist, wir müssen die Welt vor der Verzweiflung retten. Sagt ihr, okay, das wird langsam alt. Müsst ihr euch wirklich dafür opfern, nur um die Welt überhaupt erstmal zu retten? Was ist, wenn die Hoffnung der Welt anders ist als eure Hoffnung?
Selbst wenn die Welt glücklich wäre, ist es doch bedeutungslos, wenn du nicht glücklich bist. Das ist total eitel von der. Total egoistisch und engstirnig. Ich meine, ja, dort opfert sich eben, keine Ahnung, 20 Leute oder so. Und die Welt bleibt super und wird wieder fröhlich und alles. Es sind schon mehr Leute gestorben für einen schlimmeren Weltfrieden, nenne ich es jetzt mal. Also, die überdramatisiert das total. Außerdem möchte die Future Foundation doch alle ultimativen Verzweiflungen töten, richtig? Wenn ihr also zurück zur ultimativen Verzweiflung werdet, dann wird die Future Foundation die Bestrafungszeit aktivieren. Es wäre also absolut schrecklich, wenn das passieren würde. Nicht nur schrecklich. Es ist vielmehr verfickt nochmal hoffnungslos, denkt ihr nicht? Und könnt ihr Typen das ertragen? Alles, was hier passiert ist, wird einfach nur zu Ende gehen und ein bedeutungsloses Spiel geblieben sein. Alles, was ihr gefühlt habt, geschworen habt, Freundschaft, Liebe, das wird nichts davon diesen ganzen Daten gerettet werden. Das Mädchen, das ihr liebt, den Typen, den ihr hasst, das wird schwächer werden und dünner mit jedem Tag, den ihr hier unbeweglich herumliegt. Und in Hachimes Fall, seine gesamte Existenz wird verschwinden. Alles, weil die Akademie dich so sehr liebt. Wirst du in der Lage sein, diese Verzweiflung zu ertragen? Wer wäre in der Lage, das zu tragen? Für Menschen, die du noch nie getroffen hast? Für Menschen, die dich nicht mal wertschätzen? Klingt das für dich wie Hoffnung? Du kannst dir nicht glauben, das ist, wie sie halt arbeitet. Das ist, was sie nun mal tut. Sie kann alle in Richtung Verzweiflung locken. Es gibt keinen Grund, ihr zuzuhören. Beeil dich und fange an mit der Abschaltsequenz. Wartet mal. Schön, dass ich auch mal wieder reden darf. Was ist denn? Warum warten wir immer noch? Verstehst du denn immer noch nicht, was passieren wird, wenn die, wenn Yuko in die echte Welt entkommt? Nein, ich dachte nur... Wie viele Opfer denkst du, hat das größte, schrecklichste und tragischste Ereignis in der menschlichen Geschichte erfordert? Jetzt im Moment fängt es endlich an, sich zu beruhigen. Wenn Junko Enoshima es zurück in die rechte Welt schafft, dann werden zahllose Opfer die Straßen füllen. Die Welt wird zurück zu dem, zu der Ära des, ja, des Blut... Blutvergießen. Ja, des Blutvergießens, Chaos und der Weltaufstände zurückkehren. Also das ist der Grund, warum ihr von Anfang an ihnen gesagt habt, dass sie die Abschaltsequenz durchführen sollen, um das zu verhindern? Ihr sagt ihnen, sie sollen zurück zur ultimativen Verzweiflung werden und all ihre Erinnerungen verlieren, die sie in dieser Welt erschaffen haben. Sogar unter ihnen selbst gibt es halt nur die, die einfach nur so existieren. Und ihr sagt ihnen, dass sie einfach damit leben sollen? An diesem Punkt ist das der einzige Weg. Nein, da gibt es noch einen anderen Weg. Solange ihr abschließen wählt, könnt ihr zusammen mit euren Avatar-Erinnerungen halt durchkommen.
Und alle hier werden in der Lage sein, Händchen zu halten und am Leben zu bleiben. Nun, alle, welche gestorben sind, werden natürlich von mir übernommen, aber... Denkt ihr nicht, das ist ein besseres Schicksal, als wie ein Gemüse für den Rest des Lebens herumzuliegen? Ihr Typen, ich könnte ihr das nicht abkaufen. Denkt vorsichtig genau darüber nach, was die wahre Hoffnung ist. Und was die wahre Verzweiflung. Was sollen wir tun? Du fragst uns? Ihr sagt uns, dass wir entscheiden sollen? Verdammt, warum ist das bloß so... hat sich das bloß so ausgestellt? Ja, Hajime ist ja eigentlich jetzt weg vom Fenster. Was ist mit meinen Leisten da oben los? Die Zeit, was? Naja, du musst bedenken, dass hier ist praktisch gesehen ja Hajimes Ansicht. Hajimes Lebensleiste, Hajimes Fokus und der ist gerade komplett tot. Gedanklich. The Future Foundation might kill us, right? We won't let them do that. This is all the Future. Es gab nur eins, das ich kaputt machen konnte. Es war irgendwo relativ am Anfang. For your protection. If Junko escapes to the real world, there will be countless victims again. I know, but everyone's hope is in conflict. Ich hoffe, es wird jetzt wieder wiederholt. Moment, das ist zerstören, nicht zustimmen, oder? Heißt das, ich muss jetzt die Verzweiflung zerstören? Was? Ich bin mir gerade nicht sicher. Hoffnung oder... Einfach zur Sicherheit. Ihr Hunde! Ihr elenden Hunde! Ja, ja, hör auf, verkloppt zu werden. Warum kriege ich die ganze Zeit Schaden? Hallo! Was war denn das jetzt gerade? Ich muss was wählen? Ich kann das nicht tun. Bist du auch da? Oder ist schon wieder was abgeschmiert? Wahrscheinlich ist das. Nein, es ist nicht abgeschmiert. Ich habe bloß gerade. War gerade kurz ein bisschen abgelenkt, sorry. Also, ich habe jedes Mal Angst. Ja, ich habe halt. Ich habe gedacht, weil du in dieser Endlos-Debatte bist, dass ich mir kurz Zeit habe, was anderes zu machen. Wie gesagt, ja. Eigentlich bin ich technisch gesehen gerade eben erst nach Hause gekommen, der hat sofort die Aufnahme gestartet. Aber die Aufnahme wird nicht lang dauern, glaube ich. Hoffe ich. Du kannst nicht tun? Ich kann nicht wählen. Ihr Leute, sagt jetzt ernsthaft, dass die Welt zerstört wird, es sei denn, wir opfern uns selbst dafür. Und deswegen kann ich nicht entscheiden. Ich kann keins davon entscheiden, keins davon zustimmen. Hajime! Halt das als Maul, lass mich alleine! Das ist einfach zu viel. Warum muss ich bloß ein Teil hiervon sein? Hattest du das auch? Achso, das heißt, selbst wenn man irgendwas wählt von Junko oder Dingensi. Das ist halt eine ganz normale Lösung hier. Achso, ich meine, ich bin doch unterschiedlich im Vergleich zum Rest von euch. Und ich habe nicht mal ein Talent.
Aber selbst wenn, ich bin ja einfach nur reingezogen worden. Und jetzt, meine ganze Existenz wird verschwinden. Er dreht durch. Ich verstehe das überhaupt nicht. Beide, Auswahlmöglichkeiten sind hoffnungslos. Wie viel von uns müssen wir bloß opfern? Diese Bürde. Lasst sie uns nicht tragen. Nicht auf unseren Schultern tragen. Es gibt keine Möglichkeit, wie wir es selbst entscheiden können. Also, selbst damit umgehen können. Alle Mann, versucht euch zusammenzureißen. Es ist unmöglich. Für jemanden wie mich, es ist unmöglich. Ich kann doch nicht die Zukunft wählen. Hoffnung, Verzweiflung, macht was immer ihr wollt. Das ist nicht mein Problem. Kann jetzt nicht Chiaki kommen und mir gut zureden? Das ist... Und es gibt keine Antwort. Also hast du die gewählt, dass es keine Wahl überhaupt gibt. Und erneut ist das genauso abgelaufen, wie ich es erwartet habe. Ich bin so hoffnungslos gelangweilt, wenn alles so nach Plan verläuft. Nachdem alles... Nachdem ich alle Daten hier habe, habe ich mir schon irgendwie gedacht, dass die Dinge so ablaufen würden. Ich frage mich, was passiert wäre, wenn man jetzt was davon gewählt hätte. Wäre dann ein anderer Text gekommen? Keine Ahnung. Soll ich es probieren? Du hast Speicher ja genug Speicher gemacht. Ich mache das Spiel zu Ende und kannst es dann nachher immer noch aufnehmen. Ja, aber ich müsste wissen, welcher Speicher das jetzt war. Ja, dann der letzte halt. Der da? Weil da konnte ich jetzt nicht speichern vor der Wahl. Okay, gucken wir mal. Bei welcher Zeile sind wir denn? Gut, seit ich alle möglichen Daten habe. Okay, ich mach's. Ich versuch's mal. Ja, okay. So. Ich lade zuerst den. Also, stimmt ja. Ich vergesse es jedes Mal. Ach so. Ja, das kennen wir schon. Lalala, ich bin Junko, ich male schön. Guck meine Fingernägel. Was, sie malt? Ja, ich male. Bla bla bla. Ich muss einfach nur skippen bis zum... bis Hajime durchdreht. Boah, warum speichert das so weit hinten? Ja. So, machen wir mal hier kurz einen Zwischensave. So. Jetzt wieder weiter. Ah, perfekt. So, testen wir mal. If everyone can overcome despair. Achso, ich kann gar nicht schießen. Toll, das heißt, man kann da gar nichts machen. Und man kann auch nicht vorspulen. Also das hätte ich jetzt nicht erwartet. Aber ich kann das Bild kaputt machen. Ey. Na gut, ich muss den... Wobei, eine Minute hätte ich noch. If Junko escapes to the real world, there will be countless victims again. I know, but everyone's hope is in conflict. Ich will schießen. So, ja.
Schaden nehmen. Alles explodiert. Es wird schwarz. So. Ja, wenn Junko kommt, it's impossible. So. Genau da waren wir und genau da machen wir das nächste Mal weiter. Das war Danganron Part 2. Goodbye, Despair. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Pfiat euch. Ciao.